Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Termine und Papierkram in der Schwangerschaft. Das heißt, ich halte den positiven Test in der Hand und was habe ich dann als Mama zu tun? Da gibt es ganz viele Dinge, die man zu tun hat, wenn man eben nicht verheiratet ist, so wie bei uns. Und da ich ja schon eine Tochter habe und nun schon einiges an Erfahrung gesammelt habe, wollte ich mal ein Video dazu drehen und es kamen super, super viele Fragen zu dem Thema und dementsprechend wollte ich einmal auf alles eingehen. Ich gestalte das Video so, dass ich wirklich von Anfang bis Ende der Schwangerschaft einmal alles durchgehe. Und ihr könnt mir dann auch gerne einmal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch war. Ich habe alle Informationen aus dem Internet, beziehungsweise habe ich, kann ich nur von meinen Erfahrungen erzählen. Es kann natürlich bei euch im Bundesland auch ganz anders sein. Also wir kommen aus Schleswig-Holstein, aber ich denke, es wird überall ähnlich sein. Dementsprechend, genau, falls ich irgendwie was Falsches sage, schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich habe alle Informationen aus dem Internet oder eben aus meiner Erfahrung heraus. Wie gesagt, wir starten mit dem positiven Test. Das heißt, ich habe den positiven Test in der Hand. Was muss ich dann tun als allererstes? Natürlich erstmal freu dich, sei glücklich und genieß den Moment, erzähl allen davon. Und dann ganz wichtig, 1 bis 2 oder 3, 4 Tage nach dem positiven Test direkt beim Frauenarzt anrufen. Bei deinem Frauenarzt, wenn du keinen hast, dann einfach irgendwo in der Nähe einmal alles rum abtelefonieren. Genau, dann bekommst du einen Termin für den ersten Ultraschall. Das heißt nicht, dass du innerhalb von einer Woche zum Frauenarzt gehst, denn wenn du den positiven Test machst, bist du ja meistens noch so in der 4. oder 5. Woche und da sieht man noch gar nichts. Und dementsprechend wird der Termin oft 4 oder 5 Wochen später gemacht. Bei mir war das zum Beispiel beim ersten Mal in der 8. Woche und beim zweiten Mal jetzt sogar schon in der 10. Woche oder 9. Woche, glaube ich. 9. oder 10. Woche, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall wundere dich nicht, wenn der Termin sehr, sehr weit nach hinten geschoben wird. Das ist einfach dafür da, damit du wirklich auch was sehen kannst, damit die Ärztin was sehen kann. Es bringt nichts, wenn du hingehst und sie kann nichts sehen und kann dir die Schwangerschaft nicht bestätigen. Und genau, dann bist du einfach nur trauriger und weißt nicht, okay, bin ich jetzt schwanger oder bin ich es nicht? Und dementsprechend genau. Lass dir vielleicht auch mit Absicht einen Termin später geben, wenn sie dir Termine vorschlägt, denn desto mehr siehst du einfach. Wenn du natürlich Blutungen hast oder ähnliches oder dir geht es richtig schlecht, dann geh natürlich einfach zum Frauenarzt oder ruf einmal an. Da sind wirklich die beim Frauenarzt die Letzten, die dich da wieder wegschicken. Genau, die meisten Frauenärzte machen den ersten Termin so zwischen der 5. und der 10. Woche. Das kommt immer auf den Arzt drauf an. Wie gesagt, bei mir war es immer so, dass die Termine eher spät gemacht werden. Ja, dann hast du auch eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Die ersten paar Wochen passiert nicht viel, außer dass dein Baby natürlich wächst und wächst und wächst und dir geht's schlecht, du hast Übelkeit und sowas. Und vielleicht würdest du die Frauenärztin ansprechen, aber um die 13. Woche kannst du ein sogenanntes Ersttrimester-Screening machen. Da wird geschaut, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Behinderung bei deinem Kind ist. Das heißt, es wird die Nackenfalte gemessen und das Nasenbein. Dieser Ultraschall ist sehr groß und den musst du extra bezahlen. Der kostet ungefähr 100 bis 200 Euro. Das ist auch wieder von Praxis zu Praxis unterschiedlich. Das übernimmt die Krankenkasse leider nicht. Das heißt, wenn du das machen möchtest, musst du dich früh genug darum kümmern. Das heißt, am besten fragst du schon beim ersten oder beim zweiten Frauenarzttermin direkt nach dem Ersttrimester-Screening. Manchmal musst du dann vielleicht sogar in eine andere Praxis überwiesen werden. Dementsprechend, wie gesagt, spreche es am besten direkt ganz früh an, denn dieses Screening erfolgt so ungefähr 12., 13., 14. Woche. Ja, und dann steht eigentlich auch jetzt in der nächsten Zeit gar nicht mehr so viel an, außer ein Zuckertest. Der Zuckertest wird um die 25. Woche gemacht. Da wird geschaut, ob du Schwangerschaftsdiabetes hast. Das macht aber der Frauenarzt von sich. Da brauchst du dich um gar nichts kümmern, sondern
Das macht der Frauenarzt einfach von sich aus. Auch um die 20. bis 25., 28. Woche ist das große Organscreening. Auch das macht der Frauenarzt von sich aus und das musst du auch nicht bezahlen. Das ist ein ganz großer Ultraschall, wo ganz, ganz viel geschaut wird nach den Organen des Kindes. Das heißt Herz, Niere, Blase, Gehirn, alles wird sich ganz genau angeschaut, aber auch hier musst du dir keine Gedanken machen, nur dass du weißt, da kommt ein großer Ultraschall auf dich zu. Möchtest du einen 3D-Ultraschall, ist es auch ratsam, den ungefähr so 25. bis 28. Woche zu machen, später nicht, denn dann wird das Kind zu groß und man sieht nur noch eine Hand oder einen Fuß. Leider gibt es seit dem 01.01.2021 ein neues Gesetz, was Babykino verbietet. Das heißt, unnötige Ultraschalltermine sind untersagt. Ja, das heißt, 3D-Ultraschall, wenn es nicht medizinisch notwendig ist, fällt da auch natürlich mit rein. Und ja, da musst du dich aber bei deiner Frauenärztin auch früh genug informieren. Ich habe es bei diesem Mal auch direkt gemacht. Ich habe direkt gefragt, wie läuft es eigentlich? Ist sowas überhaupt noch möglich? Und meine Frauenärztin ist so kulant und hat gesagt, wir machen trotzdem einen 3D-Ultraschall und sie trägt es einfach ein als medizinisch notwendig. Deswegen fragt da am besten auch früh genug nach, denn wie gesagt, so der 3D-Ultraschall macht so zwischen 20. und 30. Woche auf jeden Fall Sinn. Vorher, ja, sieht man noch nicht so viel und später ist das Kind, wie gesagt, einfach schon zu groß. Damals hat so ein 3D-Ultraschall übrigens bei uns was gekostet, aber wie gesagt, laut dem neuen Gesetz ist sowas eben verboten und dementsprechend musst du bei dir einfach, wie gesagt, fragen. Und bei mir ist er jetzt einfach kostenlos. Sie macht das einfach während der Untersuchung, einfach so ein kleines 3D-Ultraschall. Ja, und dann, so wie bei mir langsam, kommen wir auch schon der Geburt ein bisschen nahe. Denn 30. Woche ist für mich einfach schon so ein Riesenmeilenstein. 30. Woche, ja, da steht schon fast die Geburt vor der Tür, mag man ganz vorsichtig sagen. 30. Woche heißt bei uns, das ist auch nicht überall so, Geburtsanmeldung. Das heißt, die ganze Schwangerschaft über musst du dir Gedanken machen, wo möchtest du entbinden? Möchtest du zu Hause entbinden? Den eigenen vier Wänden brauchst du natürlich auch eine Hebamme. Möchtest du in einem Krankenhaus entbinden oder eventuell in ein Geburtshaus? Zum Geburtshaus, da musst du dich am besten direkt mit dem positiven Schwangerschaftstest bei dir anmelden, denn die Plätze sind sehr rar und sind sehr, sehr schnell ausgebucht. Und genau dementsprechend, wenn du da ein Geburtshaus entbinden möchtest, dann informiere dich am besten ganz, ganz schnell bei euch. Bei uns war das Geburtshaus bereits in der 8. Woche komplett ausgebucht. Ja, möchtest du im Krankenhaus entbinden? Dann, ja, möchtest du im Krankenhaus entbinden, dann ist eine Kreißsaalbesichtigung ratsam. Das haben wir bei unserer ersten Tochter gemacht. Das heißt, wir haben uns mehrere Krankenhäuser angeschaut. Da gab es eine Kreißsaalbesichtigung, eine Führung durch den kompletten Kreißsaal und durch die Wochenbettstation und auch durch den OP für einen eventuellen Kaiserschnitt. Das gibt es jetzt gerade wegen der Corona-Pandemie nicht. Ganz viele Krankenhäuser bieten das allerdings online an. Dann könnt ihr das Ganze auch online machen. Das empfehle ich auf jeden Fall, denn einfach ja dieses Gefühl, wie man sich wohlfühlt, das ist einfach super wichtig. Und du musst bei der Krankenhausauswahl auch darauf achten, was dir wichtig ist. Bei mir war zum Beispiel immer wichtig, dass ich eine Kinder-Neo-Station bei mir habe, also eine Neugeborenen-Station. Das heißt, falls das Kind zu früh kommt, dass es gut versorgt ist, also als Frühchen. Falls irgendwelche Komplikationen da sind, dass die Klinik einfach komplett ausgestattet ist und wir nicht umziehen müssen. Das war für mich wirklich sehr, sehr wichtig. Das hatten beide Krankenhäuser bei uns in der Nähe, die zur Auswahl standen, weil das waren einfach die einzigen hier. Und dementsprechend, genau, war das kein Problem. Also schau da einfach, was ist dir wichtig und was ist dir eben nicht so wichtig. Und dann schau auch bitte nach dem Fahrweg, denn es ist nicht so schön, dass wenn du da über eine Stunde fährst oder so. Bei uns sind es jetzt 30 Minuten und das ist schon recht lange, denn meine erste Tochter kam vom Blasensprung bis zur Geburt innerhalb von weniger als 4 Stunden und wir waren nicht mal 2 Stunden im Krankenhaus. Also dementsprechend, ja, guck da einfach, dass es einfach nicht so weit entfernt ist und vielleicht schau auch,
dass der Weg auch passt. Also am besten nicht komplett durch die Innenstadt oder sowas, sondern schau einfach, dass ihr da eventuell eine andere Route findet oder eben, dass der Weg einfach passt, dass man sagt, okay, ich habe wen, möchte ich da jetzt durch die Innenstadt fahren mit roten Ampeln im Feierabendverkehr, ne? Also das muss halt eben auch passen. Ja, wenn du zu Hause entbinden möchtest, eine Hausgeburt sozusagen, dann brauchst du eine Hebamme, die dich dabei begleitet. Diese Hebammen sind auch sehr, sehr rar, das macht fast keiner. Und bei uns tatsächlich gibt es auch nur eine Hebamme im Umkreis und die ist auch bereits ausgebucht. Da muss man sich wirklich sehr, sehr früh drum kümmern. Allgemeine Hebamme kann ich noch einmal kurz sagen, solltest du dich auch direkt drum kümmern mit dem positiven Test. Und bei meiner ersten Tochter hatte ich eine Hebamme und die habe ich auch erst in der 35. Woche gefunden. Und die ist jedes Mal 50 Kilometer zu mir gefahren. Also das ist wirklich ein Thema, was wirklich sehr, ja, rar ist. Und da musst du dich auf jeden Fall auch direkt mit dem positiven Test drum kümmern. Genau, bei uns erfolgt die Krankenhausanmeldung um die 30. Woche. Das heißt, dann musst du anrufen im Kreissaal und dann wird ein Termin gemacht und dann kommt man eigentlich, also fährt man eigentlich einmal ins Krankenhaus und dann findet so ein Erstgespräch statt. Das heißt, ja, deine Daten werden aufgenommen, es wird aufgenommen, was du möchtest, ob du stillen möchtest, ob du eine Wassergeburt möchtest. All sowas wird aufgeschrieben und erfragt. Das heißt, wenn du kommst um deinen Entbindungstermin, wissen sie direkt, worum es geht und können dich direkt betreuen. Außerdem ist diese Geburtsanmeldung eben dafür da, dass sie dich einplanen können. Das heißt, um den Geburtstermin herum, dass sie einfach wissen, okay, da ist noch eine Mama, die entbindet in dem und dem Zeitraum. Nur, dass sie ungefähr wissen, dass sie mit dir zu planen haben. Genau, wie gesagt, diese Anmeldung ist bei uns um die 30. Woche. Ich habe da jetzt auch schon angerufen bei uns. Und Ende Mai habe ich auch schon den Termin. Das heißt, genau, das habe ich also auch schon erledigt. Und kümmert euch da am besten auch so um die 30. Woche drum, dass ihr da einfach mal anruft, wenn ihr euer Krankenhaus gefunden habt. Und dann werdet ihr auf jeden Fall alles weitere erfahren. Ja, und dann mit der Geburt steht ja auch Thema Kreißsaaltasche, Krankenhaustasche, Kliniktasche an. Die habe ich damals angefangen zu packen in der 32. Woche. Ich war leider nie fertig und so mussten wir mit dem Blasensprung direkt noch ganz, ganz viele Sachen einpacken. Und ja, ich habe ja gerade schon erzählt, meine Tochter kam sehr, sehr schnell und es wäre fast in die Hose gegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes, das Kind wäre fast im Auto gekommen. Und dementsprechend, ja, werde ich diesmal auf jeden Fall alles fertig packen. So um die 34. Woche, finde ich, ist ein sehr guter Zeitpunkt. Und da soll man dann langsam anfangen mit der Kliniktasche. So, das war jetzt erstmal alles Thema Krankenhaus, Geburt, Baby. So, und jetzt kommen wir zu dem Papierkram, der da so auf einen zukommt. Papierkram bei verheirateten Leuten gibt es kaum. Denn wenn du mit deinem Mann verheiratet bist, wenn das Kind kommt, dann ist dein Mann automatisch als Vater eingetragen. Bist du nicht verheiratet, musst du eine sogenannte Vaterschaftsanerkennung machen, denn sonst würde in der Geburtsurkunde Vater unbekannt stehen. Das möchten wir natürlich nicht, wenn du weißt, dass es einen Papa gibt. Und dementsprechend musst du dann zu deinem Amt gehen, bei euch in der Stadt oder im Dorf. Da machst du einen Termin. Und dann wird diese Vaterschaftsanerkennung gemacht. Bei uns in Schleswig-Holstein kostet die nichts und dauert keine 5 Minuten. Das sind zwei Unterschriften. Und dann ist man fertig. Dann hat das Kind einen Papa schriftlich und man ist abgesichert. Genau, also. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Bundesland ist. Googelt das einfach mal am besten oder fragt bei euch im Amt direkt nach. Diese Vaterschaftsanerkennung solltest du auch ungefähr so ab der 20. Woche machen, am besten schon vorher. Wir waren jetzt schon recht spät dran, mit der 26. Woche hat sie gesagt, also am besten einmal ein bisschen früher erledigen und dann genau, seid ihr auf der sicheren Seite. Bei uns ist es auch so, dass unser Amt die Vaterschaftsanerkennung direkt an das Amt von der Klinik schickt, das heißt in der Stadt, wo ihr entbinden wollt. Die wissen dann direkt Bescheid und haben die Unterlagen. So
geht das Ganze nach der Geburt schneller mit der Geburtsurkunde. Das heißt, genau, kümmert euch da früh genug drum, damit der Weg vom Amt in die Stadt, wo ihr entbinden wollt, schön lang ist, denn man weiß ja, wie die Behörden sind. Genau, also das auf jeden Fall nicht vergessen. Das ist super wichtig. Man kann das auch noch nach der Geburt machen. Das ist aber deutlich mehr Papierkram, weil dann die Geburtsurkunde geändert werden muss. Und das kostet unnötig Geld. Genau, wie gesagt, die Vaterschaftsanerkennung bei uns ist an sich umsonst. Und man braucht dafür einfach nur den Ausweis und die Geburtsurkunde von Mama und Papa. Ebenso hat das Papa kein Sorgerecht, wenn man nicht verheiratet ist. Also das Sorgerecht liegt alleine bei der Mutter. Und das müsst ihr natürlich dann auch beantragen, wenn der Papa das Sorgerecht haben soll. Das ist eine Entscheidung der Mutter, beziehungsweise natürlich von dem Elternpaar. Und einige sagen, nein, wir lassen es erstmal so. Und einige sagen, ja, wir machen auf jeden Fall ein geteiltes Sorgerecht. Dann müsst ihr einen Termin beim Jugendamt machen. Am besten auch vor der Geburt. Das geht natürlich auch nach der Geburt, aber auch hier ist es besser, das vor der Geburt zu machen, denn wenn während der Geburt etwas mit dem Kind passiert, darf der Papa nichts entscheiden. Das heißt, die Ärzte entscheiden, was natürlich an sich auch gar nicht so schlecht ist. Aber ja, der Papa darf dann eben nicht über das Kind entscheiden. Hat der Papa das Sorgerecht, darf er entscheiden. Dementsprechend macht das am besten vor der Geburt. Allgemein empfehle ich, alles vor der Geburt zu machen, denn nach der Geburt habt ihr einfach andere Sorgen und dementsprechend, wenn das Baby noch im Bauch ist, ist es noch sehr pflegeleicht und dementsprechend schiebt am besten alles so vor die Geburt. Genau, Sorgerecht also beim Jugendamt, einmal einen Termin machen und dann werdet ihr da auch einfach eingeladen und da wird dann auch einfach nur eine Unterschrift gemacht und dann hat der Papa das Sorgerecht. Auch das ist kostenlos in Schleswig-Holstein. Dann geht es weiter, wenn man nicht verheiratet ist, hat das Kind natürlich auch nicht oder habt ihr natürlich auch nicht denselben Nachnamen. Und dementsprechend fragt man sich, welchen Nachnamen hat denn mein Kind? Das ist eure Entscheidung. Soll das Kind deinen Nachnamen haben oder soll das Kind den Namen vom Papa haben? Das müsst ihr vorher auch klären und dann auch beantragen. Wenn ihr ein geteiltes Sorgerecht habt, dann kann man sich den Namen aussuchen, also von Mama oder von Papa. Habt nur die Mama das Sorgerecht, gibt es auch nur die Möglichkeit, dass das Kind den Nachnamen von der Mama hat. Und wie gesagt, wenn ihr das geteilte Sorgerecht habt, dann könnt ihr euch einen Namen aussuchen. Wenn ihr jetzt sagt, das Kind soll heißen wie die Mama, dann könnt ihr euch das ganze Thema sparen. Das wird automatisch so gemacht. Wenn ihr sagt, nee, wir hätten schon gern den Nachnamen von dem Papa, dann müsst ihr auch hier wieder einen Termin beim Amt machen und dann wird das dort erledigt und beantragt. Das haben wir nicht gemacht. Meine Kinder heißen so wie ich und wenn wir heiraten, dann heißen wir alle wie der Papa, aber vorab heißen wir alle wie die Mama. Das Ganze könnt ihr übrigens bis einen Monat nach der Geburt erledigen, aber wie gesagt, hier spart es euch alles für vor die Geburt, denn ja, im Nachhinein erst recht einen Monat danach hast du wirklich andere Sorgen. Ja, dann kommen wir auch schon zum Thema Geld. Ja, Kinder kosten Geld und wenn man an eine Schwangerschaft denkt, denkt man auch erstmal an Mutterschutz. Mutterschutz, da gibt es das Mutterschaftsgeld, also Geld, was du bekommst, wenn du im Mutterschutz bist. Das heißt, 6 Wochen vor der Geburt, 8 Wochen nach der Geburt, kannst du in den Mutterschutz gehen, musst dann nicht mehr arbeiten und wenn du nicht mehr arbeitest, bekommst du keinen Lohn mehr und dieser wird ausgeglichen durch das Mutterschaftsgeld. Das wird von der Krankenkasse übernommen, zum Teil, und zum anderen Teil übernimmt das dann dein Arbeitgeber. Da wird dann dein durchschnittlicher Nettolohn von den letzten 3 Monaten genommen. Und diesen bekommst du ausgezahlt. Das sind mindestens 13 Euro die Stunde. Wenn du vorher mehr bekommen hast als 13 Euro die Stunde, dann muss dein Arbeitgeber eben die Differenz ausgleichen. Nicht für Selbstständige,
Das bedeutet, ich bekomme zum Beispiel kein Mutterschaftsgeld, aber Studierende, Praktikanten und Auszubildende bekommen Mutterschaftsgeld. Das Mutterschaftsgeld könnt ihr beantragen, wenn ihr eine Bescheinigung vom Frauenarzt bekommen habt. Und diese bekommt ihr ungefähr im 7. Monat. Also fragt auch da dann rechtzeitig beim Frauenarzt nach, damit ihr das auch früh genug bei der Krankenkasse einreichen könnt. Denn genau, wenn man Geld haben möchte, sind die meistens immer ein bisschen langsamer. Nach dem Mutterschaftsgeld, also 8 Wochen nach der Geburt, gehen die meisten ja dann in Elternzeit. Und in Elternzeit gibt es das Elterngeld. Elterngeld bekommen alle. Das ist egal, ob du vorher gearbeitet hast oder ob du nicht gearbeitet hast. Das bekommen einfach alle. Und zwar mindestens 300 Euro für 12 Monate. Das ist das normale Elterngeld. Dann gibt es noch Elterngeld Plus. Das sind dann 150 Euro für 24 Monate jeden Monat. Das heißt, entweder du sagst, okay, ich bleibe ein Jahr zu Hause und bekomme 300 Euro jeden Monat, oder du sagst, du bleibst 2 Jahre zu Hause und bekommst jeden Monat 150. Ihr seht selber, es läuft am Ende auf dasselbe hinaus, aber es kommt eben darauf an, wie du es aufgeteilt haben möchtest. Den Antrag am besten auch schon früh genug ausfüllen, sodass du am Ende nach der Geburt nur noch die Geburtsurkunde vom Kind dazulegen musst und es abschicken musst. Das ist nämlich eine Menge Papierkram, es ist mega mühselig und ich glaube, du hast keine Lust im Wochenbett das auszufüllen. Das Elterngeld bezieht sich zwischen 300, wie gesagt, und 1800 Euro. Höher geht es nicht. Das ist einfach das Maximum, egal was du vorher verdient hast. Das Elterngeld wird auch wieder berechnet von deinem vorigen Einkommen, aber wie gesagt, nicht höher als 1800 Euro. In der Ausbildung bekommst du den Mindestlohn von 300 Euro oder im Elterngeld Plus die 150 Euro. Hast du ein Geschwisterchen zu Hause, so wie wir, dann bekommst du einen Geschwisterbonus von 10%, aber mindestens 75 Euro im Monat. Ja, und dann denkt man natürlich auch direkt an Kindergeld. Ja, Kindergeld gibt es natürlich auch für jedes geborene Kind in Deutschland. Und das beläuft sich im Moment auf, ich glaube, 207 Euro. Das ist nicht die Welt, aber auch das ist viel Geld und Windeln und alles sind teuer. Ja, das Kindergeld beantragt ihr auch einfach bei der Familienkasse. Auch das vorher ausfüllen, damit ihr auch da nur noch die Geburtsurkunde reinlegen müsst und es abschicken müsst. Das geht natürlich erst alles nach der Geburt. Wenn ihr die Geburtsurkunde habt, keine Sorge, das Kindergeld wird auch im Nachhinein bezahlt. Das heißt, ja, wenn das erst 2 Monate nach der Geburt fertig ist, beantragt ist, dann bekommst du natürlich auch für die restlichen Monate das Kindergeld. Ja, mein Lieben, und oh mein Gott, wir haben es geschafft. Das war's tatsächlich. Wahnsinn. Ja. Also, ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten. Es war jetzt super viel Input, es tut mir total leid, aber ich wollte es so ausführlich wie möglich, aber auch so einfach wie möglich erklären, dass es jeder versteht. Und genau, falls ihr wie gesagt noch Anregungen habt oder es bei euch eventuell anders ist, dann schreibt gerne euer Bundesland und die Regeln dort in die Kommentare. Das wäre super toll für alle, die eben da noch Fragen haben. Da könnt ihr einfach in die Kommentare schauen und vielleicht wohnt ja einer bei euch im Bundesland, der das alles schon durch hat. Das wäre wirklich toll, dass ihr euch da gegenseitig eventuell ein bisschen hilft. Wie gesagt, wir kommen aus Schleswig-Holstein und ich kann nur das sagen, was bei uns gilt und was im Internet steht. Genau. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!